Was geht ab, meine lieben Freunde? CCRemax, Kriegs am Start und heute sind wir mal wieder zurück mit einem neuen Video für euch. Heute auch mal wieder zu zweit in einem Video außerhalb eines Streams. Wir haben nämlich heute das lang ersehnte FAQ-Video für euch mitgebracht. Wir haben das schon echt länger geplant, schon vor einigen Monaten, kam aber nie dazu, dieses Video zu machen. Heute ist es aber endlich soweit. Ihr habt uns einige Fragen gestellt, die wir heute in diesem Video beantworten werden. Christian darf jetzt seinen Senf auch noch dazugeben, auch wenn es keinen interessiert, aber ein bisschen geht. Die Community ist am Start, Leute, wir machen auch gerade ein Video hier. Wollt ihr jemanden grüßen an der Stelle vielleicht? Ja, meine Mama. Deine Mama? Ist deine Mama, ist geil. Und du? Ist auch seine Mama. Yo Leute, ich bin auch mit am Start. Die zwei Videos, die ich euch eben eingeblendet habe, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir fangen auch schon direkt mit der ersten Frage an. Die erste Frage kommt hier von Floggio. Hashtag FAQ, wie seid ihr auf euer Profilbild gekommen und kannst du mich bitte grüßen? Grüße gehen an dieser Stelle raus an Floggio und zur Frage, wie sind wir zum Profilbild gekommen? Im Prinzip war das Design, so wie es jetzt ist, schon recht klar. Wir wollten die Buchstaben C, R und X im Profilbild drin haben, nur wussten wir sehr lange nicht, wie wir das genau aufteilen sollen und im Allgemeinen dieses Grunddesign war uns erstmal nicht klar und irgendwann haben wir einfach rumgetestet und dann ist dieses Profilbild entstanden. Die nächste Frage kommt von Bruder LP. Er schreibt, was macht ihr, wenn ihr Zeit habt? PS, könnt ihr mich grüßen? Grüße gehen raus an Bruder LP. Danke auf jeden Fall, dass du uns diese Frage hier gestellt hast. Am Wochenende sind wir beide meistens eigentlich mit unseren Kollegen unterwegs, in der Shisha-Bar, feiern oder einfach nur chillen. Und zwischen der Woche gehen wir einfach nur ins Fitnessstudio, weil wir wegen der Arbeit und wegen der Schule momentan einfach sehr, sehr wenig Zeit haben, da wir ja auch noch Videos auf YouTube für euch hochladen. Und deshalb bleibt zwischen der Woche nicht viel Zeit für irgendwas anderes übrig. Die nächste Frage hat SmartPlace gestellt und zwar schreibt er hier Hashtag FAQ, was sind eure Ziele für YouTube in diesem Jahr? Wir hatten auf jeden Fall dieses Jahr auf YouTube einen richtig krassen Start gehabt, das hat sich relativ schnell wieder normalisiert, aber dennoch haben wir immer noch das Ziel, die 100.000 Abonnenten dieses Jahr zu knacken. Das kann natürlich jetzt für den einen oder anderen sehr viel wirken, es ist auch ein sehr krasses Ziel, aber man muss sich ja hohe Ziele setzen, um die auch irgendwann zu erreichen. Realistisch sind wir so vielleicht bei 60.000, 70.000, wobei das auch schon richtig krasses. Wir sind aber auf jeden Fall mit den 50.000 Abonnenten dieses Jahr zufrieden. An dieser Stelle darf ich den Blerim Ameti grüßen. Er fragt hier, macht ihr mal ein Video bzw. ein Stream mit Facecam? Die aktiven Zuschauer von euch wissen, dass wir schon öfter in den Streams erwähnt haben, dass wir noch vor der Gamescom unser Gesicht zeigen wollen, damit ihr uns auf der Gamescom treffen könnt. Das heißt, wir werden auf jeden Fall noch dieses Jahr irgendwann im Laufe des Jahres unser Gesicht auf YouTube zeigen. Johnny HD fragt, worauf streamt ihr am meisten, PC, Xbox oder PS4? Eindeutig Game Boy Color. Das solltet ihr inzwischen eigentlich alle wissen. Nee, aber mal Spaß beiseite, wir zocken und streamen am meisten auf dem PC und dann auf der PS4, also sonst keine weiteren Plattformen, also gar keine Xbox, keine 360 und keine One. Und wenn wir jetzt schon gerade beim Thema PS4 sind, ihr schreibt und fragt jedes Mal bei den Streams, wann zockt ihr bzw. streamt ihr mal wieder auf der PS4 und ich habe immer wieder die Antwort, ich habe die PS4 aktuell noch nicht bei mir daheim und es ist auch wirklich so, denn die PS4 gehört nicht mir persönlich, sondern meinem Bruder und ich leise mir immer mal wieder aus, wenn ich auf der PS4 zocke. Da aber mein Bruder aktuell sehr viel die PS4 benutzt, habe ich sie eher seltener bzw. aktuell ja gar nicht und deswegen fragt euch bzw. wundert euch nicht, warum wir nicht auf der PS4 streamen. Aktuell, wie gesagt, habe ich sie einfach noch nicht und bekomme sie wahrscheinlich auch erstmal noch nicht. Aber keine Sorge, es werden noch PS4 Streams folgen. Und nochmal an diejenigen, die eventuell denken, wir haben gar keinen Bock irgendwie auf der PS4 zu streamen oder so, das ist überhaupt nicht so, denn Christian hatte sich damals sogar extra die Elgato gekauft, damit wir auf der PS4 auch Videos aufnehmen können. Ja, ich muss zugeben, ich habe zwar keine eigene, aber dennoch macht es auch Spaß, auf der PS4 zu streamen. Bist du Modder? Wenn ja, kannst du mir ein bisschen Geld geben? Neo fragt, seid ihr auf YouTube aktiv, in Klammern als Zuschauer, und wenn ja, was sind eure Favoriten?
Wir sind auf YouTube sogar tatsächlich auch als Zuschauer recht aktiv. Unsere Favoriten vor allen Dingen bei den Streams sind immer iCrimex, Standardskill, Obrox und Vice Studio. Wenn die vor allen Dingen die Hunger Games streamen, das macht einfach mega Bock, da immer zuzugucken. Und ansonsten so YouTuber wie Unsympathisch, InScope und seine ganze Gang gucke ich echt recht gerne. Aktuell auch sehr viele JP Performance Videos, diese Miami Vlogs sind einfach nur richtig geil. Und deswegen, ja, wir sind auch auf YouTube als Zuschauer unterwegs. Dead Industry King fragt, wie seid ihr zusammengekommen oder besser gesagt, wie seid ihr auf die Idee gekommen, zusammen YouTube zu machen? Zuerst einmal zu der ersten Frage von Dead Industry King, wie seid ihr zusammengekommen? Und jetzt zu der zweiten Frage, wie sind wir darauf gekommen, zusammen YouTube zu machen? Das ist ganz einfach, und zwar ist Richard mein Cousin und ich habe ihn ganze Zeit über WhatsApp gefragt, ob er Bock hat, mit mir einen YouTube-Kanal zu eröffnen, und anfangs hatte der irgendwie nicht so viel Bock, aber mit der Zeit hat er dann auch Bock bekommen, YouTube zu machen, und das hat sich dann so ergeben, dass wir zusammen diesen Kanal eröffnet haben. Sino LP schreibt hier, welche Tage werdet ihr auf der Gamescom 2017 da sein? All day. All night. Wir werden voraussichtlich jeden Tag auf der Gamescom am Start sein, aber es ist noch nicht in Stein gemeißelt. Wir wissen es noch nicht 100%, aber wir versuchen es auf jeden Fall. Das war's auch schon mit diesem FAQ-Video. Ich hoffe, wir hoffen, Christian hofft, ich hoffe, Christian hofft, dass euch dieses Video gefallen hat, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Und ich hoffe, wir konnten euch die meisten Fragen beantworten. Wenn nicht, es werden bestimmt noch einige FAQs in Zukunft folgen. Da hat sich einfach mal der Bonzen King ins Video eingeschlichen. Grüße gehen raus an Niklas, und wenn du jetzt beim nächsten Video auch gegrüßt werden willst, dann musst du einfach nur ein Abonnent von uns sein und die Glocke aktiviert haben und ganz wichtig, unten in die Kommentare Hashtag Dingdong schreiben, und dann hast du die Chance, im nächsten Video von uns gegrüßt zu werden. Und das war's auch schon wieder mit dem Video gewesen, meine Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einfach ein Like da, und wenn ihr neu auf unserem Kanal seid, könnt ihr uns oben rechts abonnieren, und links und unten rechts findet ihr unsere letzten Videos, und Social Media Links findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.